oder? Ja, dadurch. So, kann man mal in Seelenruhe weiter. Die Zeit gehört nicht zu meinem Freundeskreis. Und hopp. Ist hier. Heieiei. Ich höre, wie wir glitzern da. Wir meinen, Gott, das ist doch. Das ist alles nicht mehr schön hier. Vor allem sogar. Oh, sogar Lichter hier. Guck mal. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Weiter weiß ich gerade das Lied nicht mehr. Ich muss halt immer hören, damit ich ja kann. Keine Zeit mehr zu verlieren. Ist da die Echse? Nee. Ich glaube, da wäre gerade die Echse gewesen. Aber da verwandelt sich immer in sowas. Auch nicht so schön. Du machst den Weg frei, ha? Kein Ticket, kein Einlass. Schieß doch. Lass mich nicht, ne? Ja, dumm gelaufen, ne? Der Jäger. Gwen muss in der Nähe sein. Gwen, wo bist du? Hier, Pete. Es ist fast geschafft. Was bleibt noch? Mach den Jäger Echsen sicher. Wenn dieser Metallklumpen Kugeln und Laser feuert, kann er auf Serum verschießen. Nicht erledigt. Du bist genial und du bist heiß. Keine schlechte Kombination. Sag dein ungeduldiges Kind da draußen, sie sollen sich entspannen. Ja, ich beschäftige schon. Mach du das Ding mal fertig. Und zack. Scheiße. Oh, zack. Willst du was von deiner eigenen Medizin? Komm noch mehr, nicht so schnell. Zack. Und weg. Hoppala. Verdammt. Geht weg. Muss das? Ah, verdammt, ich bin gleich tot, ey. Das ist gar nicht gut. Jawohl, den haben wir auch. Verdammt. Tut mir leid. Kein anderer Weg. Verdammt. Ich wollte ihn doch. Muss ich ihn mit dem Taste 6 angreifen oder wie? Ich hab keine Ahnung. Du hast Gwen nicht beschützt, ja. Verdammt. Von wo starten wir denn jetzt? Ich lass mich überraschen. Ich lass mich überraschen. Von wo starten wir? Oh. Ja. Wenn ich eins hasse an Spielen, dann sind das diese 50 Stunden Ladezeiten. Das ist wirklich so. Das hasse ich an Spielen wie die Pest. Gwen, Achtung! Ah. Tut mir leid. Kein anderer Weg. Pam! Geht doch. Ich muss es weiter versuchen. Ja, dann versuchst du es mal weiter. Ich verfolge die Echse. Zurück! Oh. Dann muss ich die hier weiter verprügeln.
Jawohl, so haben wir es. Und zack, den haben wir auch. Jawohl, jetzt habe ich es drauf, wie ich sie schnell besiegen kann. Zack, 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 zack. Und scheiße. Weil ab 6er Kombos. So, jetzt kann ich ihn hier verwandeln und. Jawohl. 12er Kombo und. Bams und weg. Ach, da oben ist ja noch einer. Shit. Nix da. Danke, Pete. Nichts zu danken. Immer wieder gerne. Da oben der da nervt. Oh, okay. Und zack, Hammer. Verdammt, ein Schlag hätte noch gefehlt. So, den haben wir auch. Verdammt. Oh, kommt jetzt aber. Spürst du es? Zurück. Ich bin noch da. Okay. Es reicht jetzt. Und. Hör auf, mich anzulächeln. Und den haben wir auch. Jetzt spürst du es? Das reicht. Und da ist noch einer. Muss das sein? Den kriegen wir aber auch locker. Ach, verdammt, ey. Spürst du? Könnt ihr mal halblang machen, Leute? Das reicht! Oh. Von wo noch? Da hinten. Den haben wir. Hallöchen. Verdammt! Nein! Verdammt, 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 verdammt. Da habe ich gerade nicht auf die Säure geachtet. Scheiße. Einmal nicht auf die Säule geachtet und schon fällt man tot um. Ja. Ja. Das ist einfach nur kacke. Aber da kriegen wir alles gebacken. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Ja, doch. Aber nun, wie beim Ende der letzten Aufnahme, das war im Bereich des Unmöglichen. Quinn, Achtung! Scheiße, nee, nicht von... Nein, nicht von hier. Verdammt. Müssen wir von hier wieder starten. Müssen wir uns jetzt erstmal hier wieder 5 Stunden kloppen. Aua. Und hoppala. Haben wir. Läuft doch gut. Und weg. Und den haben wir auch. Ach komm, ey. Du nervst es auch. Was machst du denn jetzt da drüben noch? Der lebt auch noch. Ein 5er Kombo, ja toll, mir hat. Da kommt die Echse, da kommt die Echse. Du kriegst sie nicht. So, so weit waren wir gerade auch schon mal. Danke, Pete. Voll der Friedhof hier. Der wird gleich noch größer. Ja, komm, ey, die wollen mich hier weiter. Hoppala. Ja, oh. Verdammt, haben sie mich erwischt. Und weg damit.
Alles Dreck hier, das muss alles weg. Zack. Hoppala. Jawoll. So läuft's auch rund. Oh, zumindest relativ rund. Verdammt. Da ich schnell hin. Der heutige Wetterbericht. Netztornados. Cool, Netztornados. Wollte ich jetzt gerade nicht so einsetzen, aber auch okay. Eieiei, ich bin fast tot. Das ist gar nicht gut. Könnt ihr mal halblang machen? So, wieso kann ich den nicht angreifen? Das ist mir gerade spanisch. Komm, wo bleibst du, Exo? Zeig dich. Pams, wieder gegen die Wand. Jawohl, den haben wir. Und jetzt... Wieso zurück? Wo ist der andere? Da ist er. Oh, cool. Bombastisch. Und... Zack. Schön, dass es dir besser geht. Danke. Du hast mich gerettet. Zweimal an einem Tag. Warum sollte ich die Welt retten, wenn sie ohne Gwen Stacy ist? Der Roboter... Ich habe ihn mit genug Serum geladen. Ja. Nette Art, das Thema zu wechseln. Jemand muss sich um deinen Fokus kümmern. Das weiß ich zu schätzen. So, was machen wir wegen Connors? Injiziere ihm was von dem guten Zeug und verbreite es dann in der Stadt. Tut mir leid. Ich. Das musste sein. Jetzt. Ich küsse eine Maske. Weil ich später Echsenfutter bin? Mach, dass du wegkommst. Rette die Welt. Süße, das ist nicht mein erster Wissenschaftler, der zu einer Riesenechse mutiert ist. Der Jäger wird helfen, ihn zu finden. Sei vorsichtig. Okay. Aber wie kannst du eine Maske küssen? Jawoll! Yeah! Jägerste. Oh, scheiße. Hallo? Bams! Oho! So, jetzt ist der Jäger wieder Schrottorbert. Vor allem, wenn ich immer so höre, Jäger, dann muss ich automatisch an Spider-Man 3 denken. An dem menschlichen Jäger, sage ich jetzt mal, ne? Ja, das ist ein menschlicher, der sich dann mit allen möglichen Sachen vollsprüht. Und Panzervogel. Serum durchsuchen. Das wird aber gerade nicht. Sie zurückholen, Connors. Noch ein paar letzte Worte der Ex, bevor ich meinen Freund wiederhole. Worte, Connors, mit Silben. Die Kämpfe mit Freunden sind immer die schwersten. Ich weiß, dass sie da drin sind, doch sie müssen aufhören. Ich weiß nicht, wie lange wir beide das noch aushalten. Und weg. Hoppala. Oh, verdammt. Du kleines Arschloch. Da kommt er und ich bin wieder weg. Okay, das wird so nix. Ich glaube, wir müssen den erstmal ein bisschen... Scheiße. Hoppala.
Scheiße, Alter, ist... Boah, der ist echt hardcore-mäßig drauf, ne? Ey. Der greift ja permanent an. Alter, Alter, der hat's. Der hat's faustig hinter den Ohren. Also ich glaube, den zu besiegen, der wird nicht ganz einfach sein. Sollte man jetzt vermuten. Ja. Aber den kriegen wir auch irgendwie platt. Auch wenn ich hier noch 50 Stunden sitze. Das habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. Ne, beim letzten Mal habe ich 5 Stunden gesagt, ne? Kann man nicht überspringen. Ich muss diesen Müll nach dem Serum durchsuchen. Das haben wir schon gesehen. Kämpfe mit Freunden sind schnell dahin. Schwersten. Ich weiß, dass sie da drin sind, doch sie müssen aufhören. Ich weiß nicht, wie lange wir beide das noch aushalten. Hu, ha, hu. Hoppala. Ja, das wüsste ich aber, Kollege. Oh, zack. Okay, jetzt haben wir den erstmal. Komm. Scheiße, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Scheiße. Oh, jetzt war ich mir ein bisschen. Ah, scheiße. Wo ist der hin? Verdammte Kacke. Wo ist der hin? Oha, da ist er. Huh. Ha. Huh. Oh. Oh, scheiße, hat er mich wieder erwischt. Bisschen erholen. Scheiße. Okay. Jetzt haben wir ihn erstmal wieder. Weg damit. Auch damit weg. Scheiße, da kommt er schon wieder. Ich war nicht schnell genug. Das sollte mir merken. Kurz ein bisschen. Oh. Scheiße. Verdammt, ey, komm. Ey. Boah, der gibt aber auch nur 3 Schläge und dann bin ich weg, ne? Ey, das ist doch. Boah. Hammerharter Typ. Hammerhart. Mehr kann ich ja wirklich zu nicht sagen. Und ich muss mir mal merken, wenn wir durchsucht haben, Netzrückzug zu machen, damit ich in Sicherheit bin. Und verheilen, wie ich mich heilen soll, keine Ahnung. Ich muss ständig ausweichen. Ja. Da kriege ich noch nicht so gerade wirklich gebacken. Bei Rot so Netzrückzug, bei Weiß ausweichen, dann auf die Fresse hauen. Ja. Da kriege ich noch nicht gerade so. Ja, okay. Komm her. Hui, ja. Und weg. Hättest du gerne. Und zack. Ja. Und jetzt haben wir dich zum ersten Mal an der Wand. So muss er doch gehen. Und jetzt ganz schnell. Ganz schnell drücken. Komm. Da kommt er auch schon. Ja, da war es schon wieder. Da habe ich schon wieder vergessen. Boah, das war eng, das war eng. Hoppala. Und. Das haben wir jetzt. Zum zweiten Mal. Sehr schön. Läuft doch schon mal wie am Schnürchen gerade. Jetzt ganz schnell.
Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Verdammt. Nö, ach komm. Kommen Sie, Connors. Sie sind zu alt zum Versteckspielen. Aber echt. Ich ahne Böses. Der kommt gleich irgendwie hervorgeschossen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist... Aber wo steckt er? Wo steckt er? Wo steckt er? Es wird Zeit, mein Versprechen zu erfüllen, mein Freund. Halt still. Ich weiß, was kommt. Oh. Und es gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Doc. Ich komme. Ja. Ich muss hier verschwinden. Spinnen und Wasser, das ist nichts. Nicht wirklich. Haben die sich ja hin gerade befreit? Er hat sich nämlich schwer danach angehört. Ah, danke dir. Sehr freundlich. Oh. Also ich darf nicht runterfallen. Hoppala. Und weg hier. Springt er da vorne hin? Nee. Der springt dahin. Und Scheiße. Hey. Und was wird das? Ach so. Alles klar. Scheiße. Und Scheiße. Verdammt, nicht schnell genug gewesen. Das ist auch nur für eine kurze Zeit. Nix da. Oh, oh. Wow. Springen wir mal da drauf. Dich kriegen wir aber platt, das ist kein Ding. Jetzt hier rüber. Ja. Hoppala. Ganz ruhig, Brauner. Jawohl, infiziert. Oh, ne, injiziert. Ui, ab geht's. Ab runter. Da ist er wieder. Los, aufwachen! Sind Sie okay? Du hast die Echse gerettet. Ich habe sie gerettet. Sind alle okay? Gwen? Es geht ihr gut. Sie haben niemanden verletzt. Nur mich. Was ist mit Smythe? Wenn es Gerechtigkeit gibt, im Gefängnis. Verstehe. Sein Traum ist wohl gescheitert. Er sah die Welt in Schwarz und Weiß und wollte sie nach seiner Vision formen. Dabei gibt es so viele Grautöne, nicht wahr? Ich glaube schon. Nun, für mich heißt es jetzt zurück in die Anstalt. Heute ist Filmnacht. Sie haben den Tag gerettet, Doc. Heute war die Echse ein Held. Sie ist noch in mir, Peter. Sie lauert im Schatten. Wir alle haben unsere Monster. Sie in Schach zu halten, macht uns stark. Smythe verstand das nicht. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Du ähnelst so sehr deinem Vater, Peter. Komm schon, Whitney. Spider-Man rettet die Welt. Du kannst es. Komm, vergiss es. Spider-Man,
Todesausbruchs gehalten, gilt nun unter den Behörden und der Bevölkerung als Held. Du schuldest mir einen Dollar. Ich schreib dir einen Scheck. Spider-Man hat nicht nur die Roboter- und Artenkreuzungen besiegt, die die Stadt belagert haben, sondern auch bei der Suche nach einem Gegenmittel gegen den Ausbruch geholfen. Hey, was ist mit mir, Whitney? Was ist mit dir? Ich wette, du landest heute noch im Geheimversteck eines anderen verrückten Forschers. Und ich muss dich retten. Oh, das bin ich also? Eine Maid in Bedrängnis? Ich weiß nicht. Mario und Peach. Mich beschränkst du auf jeden Fall. Und noch ein Satz für deine Kitsch-Sammlung. Er ging dabei sogar so weit, den berüchtigten Dr. Kurt Connors aus der Beloit-Nervenheilanstalt zu befreien. Ich weiß, Connors hat dir geholfen. Aber ich vermisse meinen Vater. Ich weiß. Während die Behörden die Situation beobachten, um eine Verbreitung des Virus auszuschließen, Verzeihung, ich höre gerade, dass Dr. Smythe, der heute wegen seiner Beteiligung an der Krise verhaftet wurde, aus dem Gewahrsam entkommt. Ein Typ im Rollstuhl rennt der Polizei davon? Ich muss was unternehmen. Morgen. Kümmere dich morgen drum. Hier ist Whitney Chang mit... So, wo kommt jetzt als nächstes? Musik höre ich. Ah, jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben so Amazing Spider-Man durchgezockt. Hat ja auch jetzt lang genug gedauert. Ich glaube, ich bin schätzungsweise 33, 34, 35. Folge. Hier sehen wir noch gerade im Hintergrund so ein bisschen beim Rucklern, wie Spider-Man noch so auf den Dächern hockt. Ich muss sagen, stellenweise war das Spiel nicht ganz so gut. Mir hat Spider-Man 3 da im Gesamtpaket hat mir Spider-Man 3 deutlich besser gefallen. Definitiv. Ich muss auch dazu, weil unter anderem dieses Schwingen war halt gewöhnungsbedürftig. Da hast du wirklich bei Spider-Man 3 gehabt, musstest du wirklich immer ein Gebäude um die Nähe haben. Oder ein Baum oder sonst irgendwas. Hier zum Zeitpunkt.